Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner -2-Sterne-Urlaubsreise in tropischen Gewässern in Stranded Deep. Wir sind gestern hier angekommen an dieser Insel. Ich habe nochmal ein Shelter aufgebaut, weil ich speichern musste und habe uns hier die Nacht weggeschlafen vorher. Wir werden jetzt hier erstmal auf Erkundigungstour gehen. Wir werden hier Kisten rausholen. Beziehungsweise, nee, das sind unsere leeren Kisten. Nee. Wir haben aber, glaube ich, leere Kisten auch nicht mitgenommen. Das heißt, wir räumen uns hier erstmal leer. Alles, was wir nicht brauchen, schmeißen wir weg. Wir haben Fleisch, das ist geräuchert. Das ist gut. Wir gucken gleich, was wir brauchen. Aber erstmal, wie gesagt, alles rausgeschmissen, was wir nicht brauchen. So, ein paar Sachen musste ich hier aufsammeln. So, wir behalten das mal eben und gucken mal eben. Ja, wir können auf jeden Fall essen. Zwei Stück. Und nee, ich habe uns gar nichts weggeschlafen, weil war schon Abend. Jetzt wird es allerdings dunkel, sodass wir jetzt mal gucken. Wir müssen hier erstmal ein bisschen an Kokosnüsse kommen, damit wir Wasser kriegen. Wir nehmen uns erstmal nur eine. Wir haben ja gestern schon von einer hier getrunken. Ja, hier ist schon eine. Super. Weg damit. Das Messer. Nee, die Axt geht schneller. Hey. Wer greift mich? Eieieiei, Caramba. Ich habe die Scheißviecher vergessen. Wir brauchen mal einen Speer. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier, du blödes Viech. Ihr tot jetzt hier. So. Ja, da haben wir schon was zu kochen für heute Abend. Wie viel hat es uns jetzt gekostet? Eieiei, jetzt müssen wir auf jeden Fall was trinken. Boah, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. An die Viecher habe ich tatsächlich nicht gedacht. Entschuldigt bitte. So, aber da liegt auch noch ein bisschen Blatt. So, da, wir trinken mal eben einen Schluck. Jetzt brauchen wir aber noch mehr zu trinken. Weil... wir müssen noch ein bisschen was trinken. Das heißt, wir gucken hier nochmal, ob wir da irgendwo eine Kokosnuss kriegen. Kommen wir da dran irgendwie? Ohne. Ja. Man kann es auch veräppeln hier. Jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen. Ach, das Blatt. Ja gut, wäre nicht so schlimm gewesen. Wahrscheinlich habe ich das vorhin oder gestern auch schon irgendwie... Na. Also, wir sind ja vorwiegend wegen der Steine hier hingekommen. Jetzt bleibt nochmal stehen, damit wir unserem Floß einen Anker verpassen können. Das würde ich jetzt auch gleich machen. Unsere Uhr hat noch nicht gepiept. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Das reicht noch nicht zu trinken, aber ich habe ein bisschen Angst, jetzt schon wieder eine Kokosnuss zu trinken. So, den Stein wollte ich haben. Wir wollten jetzt überhaupt mal hier ein paar Steine sammeln. Wir müssen ein bisschen aufpassen, was hier noch so für Gefiech rumrennt. Wir sammeln die Planke, die Steine. Wir nehmen das mit. Wir nehmen die Aloe mit. Genau, die Aloe selber würde ich jetzt aber ungern benutzen. Die würde ich für unsere Beete aufbewahren wollen. Hier ist noch Planke. Ah, wir nehmen alles Mögliche mit, was wir mitnehmen können. So, du kommst mal mit da vorne hin. Können wir gleich nochmal ein Lagerfeuer aufbauen hier. Und dich ein bisschen grillen. Aber für den Anker brauchten wir... Quatsch hier. Für den Anker brauchen wir hier... einen Stock hätten wir. 4 Seile und 6 mal Stein. Ja, 4 Seile ist jetzt nicht das Problem. Die kriegen wir hier wohl zusammen. Hier haben wir auch genügend Holz. Das ist auch schon mal wunderbar. Wir müssen halt hier ein bisschen aufpassen. Wir haben hier noch Wellblech dafür mitnehmen. Aber wichtig sind jetzt erstmal, dass wir diese 6 Steine finden. So, da vorne ist noch einer. Und dann will ich unbedingt in dieses Schiff. Also wir halten uns hier auf dieser Insel ein bisschen länger auf. Wir kriegen nur schon mal unseren Anker. Wir müssen aufpassen. Schlangen, weiß ich nicht. Auf dieser Art der Insel gibt es, glaube ich, keine Schlangen. Aber sicher bin ich mir dann nicht. So, wie viele Steine haben wir? 5. Einer fehlt uns noch. Da ist eine kleine Krabbe. 2. Die sind uns erstmal scheißegal. Ja, scheißegal auch nicht. Aber wir können noch mehr Steine mitnehmen.
Hier gibt es auch keine Schweine. Was ja gut ist. Hier vorne ist nochmal ein Stock. Nee. Aber hier waren wir schon. Dann nehmen wir nochmal welche von denen damit. Zumindest schon mal 4 Stück. Hier scheint es auch nur diese eine Krabbe gegeben zu haben. Moment. Ah, ich glaube, das Rascheln waren die blöden Fledermäuse und keine Schlange. Aber sicher bin ich mir dann nicht. So, jetzt haben wir erstmal 5. Ich glaube, bis zu 12 Stück kann ich von den Dingern sowieso tragen. Wir sammeln mal, bis wir nichts mehr tragen können. Ich habe doch hier in einer der Kisten eine Lampe gehabt. Da. Die können wir aber nicht mehr in die Hand nehmen, ne? Nö. Ach, hier haben wir auch noch Steine. Nein. Nimm mal die. Und die Steine. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Steine. Da geht nichts mehr rein in die Kiste. Und dann habe ich gesagt, was wollte ich da jetzt nehmen? Weiß ich gerade nicht mehr. Irgendwas wollte ich wegpacken, damit ich irgendwas anderes einpacken kann. Ha. Gut, weiß ich gerade nicht. Wir werden noch tauchen. Das heißt, wir werden beim Tauchen noch ordentlich Kisten zusammenkriegen. Ach, ich wollte mir die Lampe da rausnehmen. Ah ja, so war das. Damit ich was sehe hier. Ha. Gut, gut. Das macht Sinn. So, wir müssen hier auch mal gucken, ob hier noch irgendwann rumkreucht, was uns nicht so gefällt. Da. Ja. Die Axt. Upp. Ja, nee, den Baum will ich nicht. Jetzt nicht. Später. Später, Peter. So, 2 Stück noch. Dann haben wir 3 Seile. Hui, ja, davon brauchen wir echt eine Menge, ey. Ja, ich muss mal gucken, wie wir das noch machen mit dem Hierbleiben, weil entweder baue ich uns hier noch was zum Destillieren auf, weil wir brauchen ja Wasser, aber ich brauche es ja hier eigentlich gar nicht, diese Distille. So, wie viele Seile können wir denn schon? Wir bauen schon mal 3 Seile. So. Und so. Und ja, da vorne ist, hier sind nochmal 2 sogar, geil. Also unsere 4 Seile haben wir jetzt auch gleich, das heißt, wir können jetzt gleich den Anker bauen. Das ist schon mal das Erste, deswegen sind wir überhaupt hier rübergekommen. Wunderbar. So, habe ich schon wieder 4? Nö. Einer fehlt noch, ich nehme aber mit, was ich kriegen kann, wie gesagt. So. Hier holen wir uns alle weg. Wie das so geht. So, jetzt gehen wir hier nochmal grob durch. Gucken nochmal. Hier scheint nämlich viechertechnisch nichts mehr unterwegs zu sein. Jetzt sind wir hier ziemlich allein auf dieser Insel wieder. Ja, wenn wir hier nachher noch irgendwie eine Kartoffel oder was finden, nehmen wir die natürlich auch mit. Ja, ein Juckerbaum, da könnten wir auch nochmal. Aber ist jetzt erstmal egal. Wir sind noch ein bisschen hier. Und da wir noch ein bisschen hier sind und Essen brauchen, würde ich sagen, wir bauen uns hier nachher noch so ein Destilliergerät. Ja, wir wollen sowieso ein paar Palmen pflücken. Ja, hier. Schwupp. Ja. Jetzt haben wir, Quatsch, hier mal Schnüre. Wir können das erstmal fallen lassen. Ah, die Lampe lasse erstmal da liegen. So, die Schnüre, die Steine. Da brauche ich nochmal 2 dabei, ne? Das Wellblech packen wir gleich ein hier. So, das Wellblech da rein. Die Alus da rein, das da rein. Die Stöcker, die brauchen wir gleich sicher noch. Ich hatte ja auch ein paar hier abgelegt, dann lege ich die mal dazu. So. Dann nehmen wir uns hier die Steine wieder raus, 2 Stück. Gut, was fehlt uns dann noch? C. Anker, Anker, Anker. Transportmittel. Und dann den Anker. Ein Stock, die 6 Steine. Die habe ich doch. Ach, ich habe nur 5. Okay, ich brauche nur einen Stein.
So, dann einen Stock. Und den Hammer, glaube ich. Nee, den Hammer, nicht das Gerät hier. Das werfen wir da wieder zu. So, dann nehmen wir uns mal den Hammer. Und gucken mal. Den Anker. Wunderprächtig. Und den bauen wir uns irgendwie hier dran. Na, da war er schon gut gesnappt. Können wir den hier? Hier können wir den nämlich nicht mehr platzieren, aber da... Ah, oh, diese Snap-Points, ne? Das macht mich verrückt hier. Wieso? Was ist ja jetzt los hier, Junge? So. Hä? Irgendwie zwischendurch ist er mal weiß. Dann aber nicht. Oh. Können wir den nicht auch hier hinpacken? So, warum ist das immer rot hier? Kann ich nicht bauen, da ist etwas... ja. Ist eventuell etwas im Weg. Muss ich jetzt erstmal hier unser Boot hier ein bisschen reinschieben? So. Ja, schieb doch mal. So, schieb das Ding mal eben hier rein. So. Hä? Ist doch kein Meter geschoben hier. So, noch ein Stück. Was ist denn jetzt hier? So. Schieb das rein. Und jetzt guckt er nochmal nach dem Anker. So. Ha? Da. Dann bauen wir den daran. Dann können wir den auch ablegen. So, dann kann uns das Ding schon mal nicht mehr abhauen. Jetzt häuten wir den da und dann bauen wir ein Lagerfeuer. Oh, disgusting. Diese Fledermäuse machen echt Lärm. So, dann schauen wir mal, wie viel brauchen wir. Wahrscheinlich alle vier. Für ein kleines Lagerfeuer hier am Shelter. Dann brauchen wir noch Anzündholz. Ach so, du kannst den Hammer erstmal wieder aus der Hand legen. Nimm mal hier die Hand. Ja, Lagerfeuer. Schwupp. Jetzt brauchen wir noch drei Anzündhölzer. Die Axt. So, dann hauen wir uns noch eben die Anzündhölzer zusammen hier. Und dann gucken wir mal weiter, wie es hier so geht. Dann, glaube ich, machen wir uns die restliche Nacht weg. So, Anzündhölzer. Quatsch hier. C und it. Und jetzt haben wir die hier. Und dann können wir doch hier Feuerchen machen. Und uns unser Krabbenfleisch eben anbraten, ne? Jupp. Wir haben zwei Stück. Wir bringen dann eben an hier. Wir schmeißen die Anzündhölzer ab. Da. So. Genau, was bräuchten wir denn für so ein Shelter? Für so ein Distiller. Handwerk da, ne? Distillierer. Ein Seil, kein Ding. Ein Palmwedel habe ich auch noch da. So eine Kokosflasche kriegen wir auch noch hin. Brauchen wir zwei Schnüre. Ein Stoff und drei Steine. Da wird es schon etwas schwieriger. Stoff und drei Steine. Da ist irgendwas. Ah, vielleicht ist ja Stoff drin. Wir gucken mal. Was hast du hier? Hallo? Du sagst, du hast hier irgendwas, aber wo? Ja, wo hat er denn was? Hier ist doch nichts. Hier ist gar nichts. Außer diesem Wrack. Nö, da ist nichts. Wieso sprudelst du denn dann? Ich dachte, der sprudelt nicht, wenn man alles gelootet hat. Und hier gibt es nichts zu looten, nö. Hm, schade eigentlich. Ja, die anderen Wracks will ich noch nicht machen im Dunkeln. Nachher sehen wir hier wieder irgendwas nicht. Ja, ich muss aber was trinken, ey. Da hinten sprudelt es noch. Da würden wir lang gehen. Und wir laufen mal einmal die Insel ab und gucken, was wir hier noch so finden. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo einen Stoff. Vielleicht ist ja noch mal irgendwo was angespült worden. Hier sind noch ein paar Planken.
So, was haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier haben wir nur dieses Fass. Da vorne ist noch ein Stein, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil wir haben noch ein paar Steine. Ah, das ist auch nicht das Problem. Ah, hier wäre natürlich voll geil mit dem Dingens, mit dem Container, aber an Stoff, ja. Ich glaube, dann können wir uns doch hier irgendwie... Pipi-Pflanze haben wir jetzt auch nicht nachgeguckt, ne? Hier sind nur Kokosnüsse. Ja. Da ist eine Krabbe. Oder ein Krebs. Oder Krabbe. Ja, Krabbe sagt er ja immer. So, dann sind wir hier wieder drumrum. Einmal um die Insel rumrum. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit das Fleisch ist. Noch nicht durch, nee. Die Planken hatte ich hier drin und da kann ich sogar noch die eine draufpacken. Sehr geil. So, dann, was habe ich gesagt? Was brauchen wir jetzt? Brauchen wir noch eine Kokosnuss. Ich brauche eine Kokosnuss und zwei Seile. Dann würde ich sagen, wir schlachten uns mal eben die Yucca-Palme hier noch. Haben wir noch Platz? Ja, für die Yucca-Palme reicht's noch. Axt. So. Ne, die im Busch will ich aber erstmal noch nicht. Ich nehme erstmal die hier. Die im Busch ist nämlich schwierig. Jetzt hätte ich gern die Lampe. Da liegt einer. Ich brauche zwei Seile, also 8 Stück hiervon. 2 liegen am Strand, heißt, ich brauche dringend die 6 von diesem Baum. Da haben wir 5, ne? Ja. Und der 6. liegt da. Ja, sehr geil. So. Dann müssen wir noch gucken, ob wir hier eine Pipi-Pflanze finden. Die kann ja ruhig verderben. Zum Einpflanzen reicht es ja dann trotzdem. Fleisch gekocht. Nehmen wir. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Das ist... Achso. Dann stelle ich mein Tier hin. Hey. Oh. Da. Eine Schnur. 2 Schnüre. Ich schmeiß erstmal dahin. Gut. Das ist das Gekochte. Aber ich wollte eh was essen. Dann ess das. Und das schmeiß aufs Feuer. Genau. So, Essen ist jetzt wieder gut. Jetzt müssen wir gucken. Destiller, jetzt habe ich meine Axt weggeworfen. Was brauchen wir noch? Nein! Ah, ich hasse das. C. Distiller. Pin den mal an. Wir brauchen jetzt erstmal die Kokosnuss. Da, Kokosnuss mit dem Seil. C. Und die Fellflasche. Gut. Dann haben wir den Stoff. Den habe ich... Intus? Ne, wo habe ich den denn hingeschmissen? Wo habe ich denn jetzt den Stoff hier verflucht? Ne, jetzt sag nicht, für diese bescheuerte Feuerfackel habe ich Stoff gebraucht. Oh, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Feuerfach, du Scheiße, ey. Was ein Scheiß, ehrlich. Das ist doch der größte Mist so. Ja, ich würde sagen, dann schlafen wir uns den Scheiß jetzt hier mal eben weg. Ja. Du kannst nur nachts schlafen. Wie spät ist denn das? Oh, schon 20 vor 5. Okay, dann gibt es auch gleich Sonne. Naja. Jetzt haben wir zwar keinen Stoff mehr. Aber den finden wir dann hoffentlich hier in den Wracks. Wir wollen gleich auf jeden Fall auf das Wrack. Ich denke, da wird es eine Menge geben. Wenn wir da dann den Stoff finden, dann müssen wir gleich noch eben... herrlich. Ach, das Meer meint es gut mit uns, Leute. Das Meer meint es gut mit uns. So, aber eine Pipi-Pflanze habe ich hier noch gar nicht gesehen. Oh Mann. Naja. Noch brauchen wir ja kein Gegengift. Oder haben wir gestern schon eins gebraucht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So, dann können wir doch den Destillierer bauen. Wir haben die Schnur, wir haben die 3 Steine. Die fehlen uns noch. Nimm den. Und 2, 3. No.
Ja, aber dann haben wir genug. So. Ja, dann können wir den noch bauen. Jo. Ja, den bauen wir hier direkt an den Strand mit dran. Scheißegal. Jetzt brauchen wir noch irgendwas da drin. Einen Hammer. Dann hauen wir hier mal die Axt, die Palme weg. Dann haben wir die Palmwedel für uns. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen Holz, was wir mitnehmen können. Ist doch super. So, nehmen wir mit nach hier. Dann hauen wir hier drauf rum. Ja. Dann bauen wir den Distiller, machen da jetzt noch was rein und dann wird es auch hoffentlich langsam hell. So, Palmwedel mitgenommen. Hier in den Distiller rein. Ach ja. Man muss sie ja in die Hand nehmen. So, da ist aber noch nichts drin. Gut. Dann schmeiß mal eben hier die zwei ab. Warten wir mal. Aber jetzt wird es hier hell. Da geht der Mond unter. Sieht auch total klasse aus. Ja. Falls ich das für einen Screenshot brauche, brauche ich auch noch den Sonnenaufgang hier. Ja, hier sind wir auf der falschen Seite. Da geht die Sonne hier auf. Herrlich. Ah, darum macht das Spiel schon richtig geil Spaß. Wenn man hier so steht, den Sonnenaufgang genießt. Aber ja, dann haben wir jetzt nicht allzu viel Zeit. Wir brauchen trinken. Wir brauchen saufen. Hoffentlich hat er jetzt schon was destilliert da. Ich hab Durst. Ist zwar kein Bier. Ach, das reicht ja im Leben nicht. Wir cashen uns noch eine Kokosnuss hier. Ist hier keine runtergefallen? Nö, ne? Die hatte ich mir vorher gemobst, ja. Hier hat er aber noch eine. So, raus damit. Axt. Ich weiß nicht, wofür ich eine Fackel brauche. Für nachts vielleicht kann man die ja irgendwie aufstellen. So, das trinken wir. Dann lassen wir das fallen. Ah ja, das Fleisch hier dürfte auch langsam fertig sein, denke ich. Jawohl. Dann können wir das Feuer löschen. Aber das ging nicht mit Fleisch in der Hand. Das haben wir ja zum Glück schon gelernt. So, da ist noch nichts Neues drin. Ja, ich bräuchte noch ein bisschen was. Das dauert ganz schön. So, dann gucken wir hier nochmal, ob wir noch irgendwas hier sehen. So, ob wir noch irgendwie ein kleines Wrack finden. Oder ob wir uns tatsächlich schon an dem Großen zu schaffen machen. Ich glaube, wir gehen jetzt direkt aufs Große. Wir packen uns leer. Wir packen alles raus, was wir nicht mehr brauchen. So, hier die Ayuga-Pflanze. Die können wir noch zweimal da reinpacken. Den Hammer, den können wir hier fallen lassen. So, was haben wir noch? Den Stock können wir fallen lassen. Die Axt nehmen wir mit. Das, den Stein können wir da wieder reinpacken. Schwupp. Und das Fleisch. Ja, komm, das Fleisch packen wir auch eben hierzu. Dann muss er nicht im Sand rumliegen. Und dann können wir gucken. Vielleicht ist ja jetzt was destilliert. Jawohl, dann haben wir was getrunken und dann gehen wir in das Wrack da vorne. Ja, noch nicht genügend, um unser Leben zu safen, aber egal. Was ist das denn da? War das vorhin auch schon da? Ah ja, das gehört zusammen, ja, ja. Okay. So, wir gucken, irgendwelche Viecher hier. Nö. Kommen wir hier irgendwie rein? Können wir hier reintauchen? Ich weiß es nicht. Nö. So, wie kommen wir denn hier jetzt rein? Können wir einfach dann rausspringen? Nö, können wir nicht. Hier ist ein Rochen. Jetzt tauchen wir erstmal hier rum. So, hier ist irgendwas. Nö, hier ist noch gar nichts. So, was hier haben wir was. Fellblech nehmen wir mit. Haben wir sonst noch was hier? Hier hätten wir noch einen leergeräumten Container. Ein Anker, da können wir auch nichts mitmachen, ne? Den schlepp auch mal. So, wo hänge ich fest? Keine Ahnung. So, hier hoch.
Haben wir hier irgendwo ein Hai oder können wir gefahrlos rüberschwimmen? Ich glaube, wir können hier gefahrlos rübertauchen. Ja. Aber es ist ruhig geworden. Heißt, hier kommt gleich bestimmt der Hai. So, da vorne blubbert's. Da hätten wir doch irgendwas finden können, ne? Oder gilt das für das ganze Teil hier? Gut, wir schwimmen erstmal hier hoch. Wir gucken erstmal. Ach, shit. Ja, okay, geht noch. Wir gucken uns erstmal hier um. Hier ist erstmal nichts für uns. Oha, ja. Wellig ist es hier, wellig. Hier geht es runter, das will ich noch nicht. Ich würde gerne erstmal hier oben gucken. Hier liegt eine kaputte Tür. Ich würde mich erstmal gerne hier oben umschauen. Hier sind Schwimmbälle. Die nehmen wir uns gleich mit. So, dann können wir hier hochklettern, denke ich. Hallo, Leiter. So, kann man nicht die Leiter klettern? Nö, anscheinend nicht. Aber wir müssen da irgendwie hochkommen. Ich weiß, hier drin gab es einen Aufgang, habe ich gesehen. Dann müssen wir den wahrscheinlich nehmen. So, hier gab es aber auch wirklich keine Kiste, gar nichts, ne? Nee, dann müssen wir hier mal gucken. Dann nehmen wir mal den Aufgang hier. So, hier ist nichts. Ich dachte, jetzt kommen wir hier raus. Aber hier sind wir ja schon mal einen Schritt höher. Ja, cool. So, können wir hier noch hochgehen? Jo. Aber hier ist irgendwie gar nichts. Hier oben ist es ziemlich leer. Schade. Halt, hang da eine Schnur, die ich einsacken kann? Nee, ne? Nee, sah wahrscheinlich hier deswegen so aus. Kann ich da hoch? Gerade konnte ich ja keine Leiter laufen. So, Eie, aua. Das hat wehgetan, ja, glaube ich wohl. Oha, hier bist du aber auch schnell rausgeschubst. So, hier war es, wo es nach oben ging. Da muss ich dann aufpassen. Okay. So, hier war das. Leiter. Wie war das denn? Einfach Space. Ah, einfach Space gedrückt. Cool. Und wie geht's wieder runter? Gleiche Prinzip, hoffe ich doch. Gibt's denn hier was? Ja. Hier scheint es noch ein bisschen was zu geben. Guck, eine Schnur. Da haben wir noch einen Container. Die ist aber leer. So, und jetzt? Oh nee. Wie hätte ich denn da runtergehen müssen? Verdammt, jetzt hat er sich hier was gebrochen. Ach, du ahnst es nicht. Eieieiei. Knochen. Und was kann ich dagegen machen? Ich mir irgendwie eine Schiene bauen? Ach, schmeiß doch nicht die Axt weg. C. Was kann ich mir irgendwie eine Schiene bauen? Ja, irgendwie muss ich mich ja versorgen können, ne? So. Nö. Hier nicht. Werkzeuggürtel. Bauen nicht. Transportmittel auch nicht. Farming sicher auch nicht. Geschichte erst recht nicht. Verbrauchsgegenstände. Eine Schiene. Zwei Seile, zwei Stöcker. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken nochmal da unten rum. Und dann hauen wir erstmal wieder ab. So ein Sheet. Hab ich mir wehgetan. Och Mann. So, hier gab es auch nichts mehr. Nee, jetzt bin ich auf jeden Fall arschlangsam. Doch. Was ist mit dem Wasser passiert? So, hier haben wir noch zwei Container. Jo, jo, jo. Ja, komm. Oh, Stoff und so. Immer wieder gern. So, jetzt bin ich eh voll. Jetzt kann ich auch erstmal rübergehen. Ja, was? Ja, ich weiß. Mir geht's nicht gut. Trinken. Naja. Wir müssen gucken, wie wir jetzt hier wieder an Land kommen. Heile.
Heile und unbeschadet. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Was war das jetzt? Habe ich mir jetzt noch einen Kopf gestoßen oder was? Ich sterbe gleich hier, verdammt. Ich kann jetzt nicht wahr sein. Wieso? Oh. Jetzt bin ich hier. Jetzt. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt rüber hier? So. Nee, nicht springen. Los nicht. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ja, genau. Hau dir doch nochmal den Kopf. Was ist das denn jetzt hier? Mann. Das gibt's doch jetzt nicht. Wo hänge ich denn jetzt fest hier? Oh Mann, und ich habe vorher nicht gespeichert. Das ist doch scheiße. Ja, ihr Lieben, ich spiele uns bis morgen wieder hierhin. Ich glaube, ich muss sterben. Ich hänge fest. Ich komme nicht mehr weg. Ich weiß nicht, was hier jetzt los ist. Ja, wenn ich springe, stoße ich mir einen Schädel und dann bin ich wohl tot. Ich würde sagen, ich spiele uns morgen nochmal bis genau zu dieser Stelle, außer dass wir dann nicht festhängen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier morgen wieder. Ja, wenn euch gefallen hat, wie wir Stranded Deep spielen, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Wenn euch interessiert, was hier zukünftig und auch gegenwärtig auf meinem Kanal noch passiert, dann abonniert ihn gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.